Hallo und ein herzliches Willkommen auf Inside the Empire, eurem deutschen YouTube-Kanal rund um das Thema Star Wars. Zuallererst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass gestern keine News-Folge kam. Das lag schlicht daran, dass ich zu lange wach war und die E3-Pressekonferenzen verfolgt habe. Und da wir auch schon mal dabei sind, hier sind die Themen. Wie wir alle wissen, findet gerade in Los Angeles, Kalifornien die E3 statt. EA hatte hier auch die erste Pressekonferenz und zeigte natürlich weitere Szenen und ein Gameplay-Video zu Star Wars Battlefront 2. An und für sich war diese Pressekonferenz leider nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und EA verpasste es gleichzeitig bei Battlefront auf den Story-Modus einzugehen, was für eine erhebliche Aufregung bei den Pressevertretern sorgte. Auch ich war enttäuscht und dennoch zufriedengestellt, da ich es verstehen kann, dass man noch nicht allzu viel von der Story preisgeben möchte. Denn wie wir alle wissen, wird diese Geschichte Kanon sein und hier möchten alle Beteiligten erstmal vorsichtig agieren. Da diese Geschichte eine Brücke von Episode 6 zu 7 schlagen wird, muss man einfach Inhalte erst einmal bedeckt halten. Man möchte ja auch keine Kontinuitätsfehler haben. Also entschied man sich für ein Multiplayer-Gameplay, das für mich sehr überzeugt hatte. Ich finde es sehr gut, dass man sich wieder für ein Klassensystem entschieden hat, um für mehr Balance zwischen den einzelnen Spielern zu sorgen. Wie wir in diesem Video sehen können, findet hier eine Schlacht auf Naboo statt und diese Details sind einfach nicht schlecht zu reden. Jeder, der etwas anderes behauptet, will einfach nur sinnlos haten. Ja, auch ich kann die Kritik, die es beim ersten Teil gab, vollkommen nachvollziehen. Doch sieht es hier nun aber auch so aus, als ob hier DICE etwas sehr Gutes und vor allem auf lange Dauer Spielbares erschaffen hat. Auch scheint es mir, dass wieder mehr Wert auf taktische Freiheit gelegt wurde. Was bedeutet, dass es so aussieht, als ob man dem Spieler freihalten lassen wird, wie man kämpft. In Battlefront 1 war es stellenweise ja so, dass man gar keine Chance hatte, überhaupt ein Spiel zu finden, da es schlechte Spawnpunkte gab und man nicht immer mit der Ausrüstung zurechtkam. Dazu kommt noch, dass EA dieses Mal anscheinend von ihrer DLC-Politik abweichen wird und alle Zusatzinhalte kostenlos zur Verfügung stellen wird. Für die Gamescom erwarte ich aber auch, dass sie etwas mehr vom Story-Gameplay zeigen können und auch werden. Was haltet ihr von den neuen Szenen zu Battlefront 2? Wird es für euch einen Kauf wert sein? Diese News ist wieder etwas Besonderes für alle, die auf Concept Art stehen. Hier sehen wir anscheinend erste Konzeptzeichnungen zu Snokes Leibgarde, die ein wenig an Palpatines Garde erinnert. Lediglich fallen dieses Mal die Wachen etwas muskulöser aus, habe ich den Anschein, und doch kann man die Ähnlichkeit nicht ausblenden. Soweit es mich betrifft, sind die Zeichnungen für mich okay, aber was am wichtigsten sein wird, ist, ob man sie auch einmal in Aktion sehen wird. Bleiben wir doch kurz bei weiteren Designs zu The Last Jedi. Wir haben nämlich noch ein Stormtrooper-Design, das stark an einen Soldaten erinnert, der gegen Finn gekämpft hatte. Auch finde ich die Farbwahl sehr gut getroffen, es erinnert ein wenig an das David Bowie Hommagebild eines Troopers. Dazu sieht man einen wundervollen, genaueren Blick auf den neuen Kampfläufer, der in Episode 8 zu sehen sein wird. Ich finde ja das Design des neuen Kampfläufers schlicht, aber dennoch sehr, sehr gut. Ich frage mich auch ernsthaft, ob eben dieser Läufer dazu gedacht ist, auch über Felsen zu laufen, ohne große Probleme zu haben. Seit wir im Trailer zur vierten und letzten Staffel von Star Wars Rebels einen großen Wolf gesehen haben, kursiert die Theorie, dass dieser Wolf eine Reinkarnation von Ahsoka sein könnte. Anlässlich seines Geburtstags hat Dave Filoni ein Bild auf Twitter gepostet, das mit dieser Theorie endgültig aufräumen dürfte. Zu Ahsoka heißt es in der Zeichnung eindeutig Not a Wolf, kein Wolf. Diese Fantheorie hat sich damit also nicht bestätigt. Ahsokas Schicksal bleibt weiterhin ungewiss. Was denkt ihr, werden wir Ahsoka in der letzten Staffel von Rebels wiedersehen? Und vor allem in welchem Kontext? Auf Star Wars News Net ist nun eine Zeichnung aufgetaucht, die ein Monster auf Akto zeigen soll. Es gab ja anscheinend schon einmal Bilder zu diesem Wesen, nur ohne Kopf. Und auch gab es schon Gerüchte dazu, dass eben dieses Wesen auf Akto leben sollte. Star Wars News Net nimmt an, dass die Puppe ca. 3 Meter hoch ist und Platz genug für einige findige Puppenspieler bietet. Wobei natürlich nicht klar ist, wie groß das Wesen letztendlich im Film sein wird. Daher, inwieweit die Größe der realweltlichen Puppe mit der fiktiven Figur übereinstimmt. Unklar ist überdies, wie tragend die Rolle des Geschöpfes ist, ob es sich nur um ein ergänzendes Element handelt oder ob die Rolle tatsächlich tragend ist. Aufgrund der körperlichen Beschaffenheit des Wesens nimmt Star Wars News Net an, dass es allerdings keine bedrohliche Rolle einnehmen wird.
Dies ist aber reine Spekulation. Ich hoffe ja nicht, dass das recht knuddelige Wesen nicht wie der Wampe aus IP5 enden wird. Bitte nicht. Kurz zuvor hatte ich euch ja die Designs zu den Wachen von Snoke gezeigt. Nun habe ich etwas weiteres entdeckt, und zwar Dosen eines Softdrinkherstellers, der eben diese Wachen ebenfalls zeigt. Dazu kommt noch, dass ich auch nur einen Namen zu diesen Gesellen habe. Sie werden Prätorianer genannt und sehen dann doch nochmal etwas anders auf den Dosen als auf den Concept Arts aus. Ihr Aussehen erinnert ein wenig an alte Ritter, was ich auch ziemlich gut finde. Was denkt ihr über die Designs der sogenannten Prätorianer? So, meine lieben Freunde der Macht, das war es auch schon wieder für heute mit den Star Wars News. Für diese Woche ist leider noch nichts geplant, was ich euch zeigen werde. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es wieder zu streamen, doch bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Dienstag und möge die Macht mit euch sein, immer. Falls euch dieses Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben Button. Ansonsten könnt ihr mich finden auf Facebook unter Inside the Empire oder auf Twitter @Rocky_Stardust.